Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade. Ja, der fünfte Tag des Sommers und ich muss euch mal kurz was zeigen. Und zwar, hier, am siebten Tag ist das Glühwürmchenfest. Und ich habe mich mal ein bisschen erkundigt. Ich muss am sechsten Tag, des Sommers, also in diesem Sinne morgen, zu meiner geliebten Lina und kann sie dann fragen, ob sie mit mir aufs Glühwürmchenfest will. Oh yeah, Baby, da freue ich mich schon drauf. Fakt ist, ich kann mit ihr schon hin. So, ich hatte noch irgendwas vorbereitet, mich erkundigt, aber glaubt nicht, dass ich das jetzt mittlerweile noch weiß. Das habe ich mittlerweile schon wieder komplett vergessen, aber ist eigentlich auch egal. So, wir verlassen mal das Haus und los geht's. Okay. Ich habe mich, ich habe mich erkundigt, wie ich Bodychizer bekomme. Oh, was sehe ich denn da? Ha! Die Hornfarm, na das wurde Zeit. Neue Tiere sind auf unserer Farm eingetroffen. Kommen Sie vorbei und sichern Sie sich ein paar Fohlen und Hühner für Ihre Farm. Wir haben auch Futter und Werkzeuge. Kommen Sie also bitte unbedingt vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das wurde verdammt nochmal Zeit. Oh Mann. Das wurde wirklich verdammt nochmal Zeit mit denen. Es hat da ewig gedauert, bis die endlich mal das nächste Level erreicht haben. Mein Gott. Endlich. Okay. Was bedeutet das, dass die Hornfarm ein neues Level erreicht hat? Das werdet ihr an diesem Tag sehen. Oh yeah, Baby. Ist hier noch irgendwas fertig? Da wurde doch gerade was angezeigt. Oder war das wieder rausrupfen? Wahrscheinlich ist hier irgendwo noch so ein widerliches Unkraut. So, Sichel! Wo ist Unkraut? Ich sehe kein Unkraut, aber da sehe ich Unkraut. Verpiss dich! Das gleiche gilt für dich. Da oben ist noch Unkraut. Wunderbar. Du darfst dich verpissen. Und sonst ist nirgendwo mehr Unkraut. Okay. Als nächstes die Hacke. Zack. So, ja, wir haben am heutigen Tag sehr viel zu tun. Wir dürfen alles wieder neu aufbauen. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön, gell? Da freut ihr euch doch, dass ich alles wieder neu machen darf. Da freut ihr euch. So. Alles muss neu gepflügt werden. Aber das ist kein Problem für uns. Das bedeutet nur massig Arbeit. Und sehr viel Geld, das uns durch die Lappen gegangen ist. Wahnsinnig viel Geld. Aber meine Güte, es ist nun mal so. Ach ja, genau, wo es mir gerade einfällt. Ich habe mich ja erkundigt, wie ich Bodychizer bekomme. Genau. Wurde ich ja vor eiskalt von der Hornfarm unterbrochen. Und zwar, man kann ihn entweder herstellen mit einem Mixer. Oder, was ich wahrscheinlich eher praktizieren werde, ist, man kann ihn gewinnen beim Fischwettbewerb, der in dieser Jahreszeit stattfinden wird. Ja, in dieser Jahreszeit findet ein Fischwettbewerb statt. Und wenn ich dort Zweiter werde, dann bekomme ich 10 Bodychizer. Wenn ich Erster werde, bekomme ich 10 Bodychizer XL. Ich hoffe mal, die würden auch gehen. Hoffe ich jetzt mal. So, ich muss aber dafür mal etwas nachschauen. Und zwar... Oh. Okay. Nur mal so nebenbei erwähnt, um den ersten Platz bei der zu bekommen, muss man bis zu diesem Zeitpunkt im ganzen Jahr mit der Fischerei 60.000 verdient haben. Soll heißen, naja, wenn ich mir das letzte Mal so anschaue, dass ich nur 13.000 insgesamt verdient habe, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr auf Platz 3 kommen. Rosige Aussichten. Sehr rosige Aussichten. Okay. So, jetzt gehen wir erstmal kurz zu unseren Viechern und kümmern uns mal kurz um die.
Yo, was geht ab, meine Nigger? Gutes Hühnerei, das hast du gut gemacht, Bro. Ein famoses Entenei, wunderbar gemacht. Dafür battle ich dich später. Wunderbar, ihr werdet alle gefeatured. Ihr werdet alle gefeatured. Yeah, Battle-Turnier mit meinen Enten und mit meinen Hühnern, yeah. Okay, Donald, komm mal her. Willst du gefeatured werden? Dann nenne ich dich ab jetzt MC Donald. So, du bist ab jetzt MC Donald. So, du bist Fresh Kiki. Genau, du bist Fresh Kiki. MC Donald. Fatty Keke. Genau, Fatty Keke nenne ich dich. Und du wirst noch nicht gefeatured. Coco, du wirst noch nicht gefeatured, du bist zu jung. Sonst habe ich da noch irgendwie Probleme mit Kinderarbeit und sowas. Okay. So. Dann kümmern wir uns jetzt mal kurz um meine Kuh, meine beiden Schafe. Und dann könnte es sein, wenn ich dann zur Hornfarm gehe, dass die liebe Hornfarm endlich mal Kühe verkauft. Ausgewachsene Kühe. Oh yeah. Bitch. Ich freue mich drauf. Ja. Sehr sogar. Mhm. Oh, da will jemand geschoren werden. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Muku, keine Zeit zum Schlafen. Keine Zeit zum Schlafen, es wird Zeit zum Bürsten. Du faules Etwas, du. Gib mir lieber Milch. Sei ein braves Muku. Blödes Muku. Meme. Sei ein glückliches Meme, indem du von mir geschoren wirst. So, so, sei ein glückliches Meme. Ja, jetzt komme ich mit der Schere. Warum hassen mich eigentlich immer alle Frauen, wenn ich mit einer Schere auf ihre Haare komme, zu ihren Haaren komme? Ich weiß es nicht. Komischerweise hassen sie mich noch mehr, wenn ich mit einem Cuttermesser in der Nähe bin. Woran könnte das liegen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Naja, dafür, dass ich das letzte Mal fast eine geschmiert hätte, als ich einer Freundin aus Langeweile mit dem Cuttermesser ein paar Haare abgeschnitten habe. Kein Kommentar dazu. Egal. Ich würde mal sagen, ich sähe jetzt mal draußen auch ein bisschen was aus, bevor ich hier den letzten Funken Respekt noch verliere, den ich irgendwie vielleicht noch bei ein paar Zuschauern habe. Ja, holen wir uns doch lieber mal ein paar Samen. Nein, sagen wir lieber ein bisschen Saatgut. Holen wir uns ein bisschen Saatgut. Es klingt komisch, wenn ein Mann sagt, holen wir uns Samen. Naja, es klingt auch komisch, wenn es eine Frau sagt. Egal, wir spielen hier Harvest Moon. Wir spielen hier nichts Versautes. Naja, die Problematik ist, dass eigentlich alles versaut wird, sobald ich es spiele. Mein lieber Pfleger, weißt du, dass ich hier bin? So. Dann wird es jetzt mal Zeit, ein bisschen was auszusehen. Und zu gießen. Wir haben viel, viel Arbeit vor uns. Fangen wir mit den Gurken an. Gut. Da ich ja nicht erkennen kann, was hier was ist. Wobei, das hier sieht ziemlich nach Zwiebel aus. Das Melone. Das hier könnten Gurken sein. So. Wunderbar. Was habe ich denn noch alles? Tomaten. Es wird einfach alles ausgesät, was ich habe. Und das sieht ziemlich gut nach Tomate aus. So. Wunderbar. Dann habe ich noch Zuckerrohr und zwar mehr als genug. Wunderbar. So, wo haben wir noch was? Da haben wir noch ein freies Feld. Da oben ist noch, sind sogar noch zwei.
Gut, und jetzt kommen hier alle dran. Na, legst du da bitte auch ein paar Samen hin? Dankeschön. So. Ja, 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 wir haben viel, viel vor uns. Wir haben noch viel, viel vor uns. Wir haben noch große, große Pläne. Wir wollen viel, viel erreichen. Und dadurch, dass wir viel, viel erreichen wollen, müssen wir leider viel, viel Geld investieren. Und damit wir Geld investieren können, müssen wir erstmal Geld haben, verdammt nochmal. Und ich hab keins. Naja, die 12.000 da, das bringt mir nicht gerade viel. So. Ist mein Zuckerrohrteil nicht endlich mal aufgebraucht? Na bitte, geht doch. So, und der Rest wird mit Sonnenblumen zugekleistert. Wunderbar. Ich nehme mal an, ich darf danach gleich mal in die heiße Quelle. Sehr schön. Ja, das wird noch sehr viel Energie kosten. Und meine Viecher verhungern mittlerweile schon halb. Eigentlich könnte ich sie ja mal einfach rauslassen. Um ein bisschen freundlicher zu meinen Viechern sein. Schließlich verlange ich ja auch, dass sie zu mir brav sind, also muss ich ja eigentlich auch zu ihnen brav sein. Es ist so ähnlich, wie wenn man zu einer Frau sagt, dass sie ein Engel sein soll. Würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, es ist ja so. Oh yeah, hier 00 Spike, absoluter Beziehungstherapeut und Berater. Es ist ja so, wenn man zu einer Frau sagt, dass sie ein Engel sein soll, muss man auch dafür sorgen können, dass dieser Engel in einem Paradies lebt. Was ich damit meine, wie zum Geier komme ich jetzt eigentlich auf dieses Thema? Ich weiß es nicht. Fakt ist, wenn eine Frau ein Engel sein soll, müsst ihr auch dafür sorgen, dass diese Frau wie ein Engel sein kann. Das bedeutet, sagen wir es doch mal so, ein Engel lebt im Paradies. Warum sollte ein Engel bitte, irgendwo ein Engel sein, wenn er nicht im Paradies lebt? Es ist schwer zu erklären. Fakt ist, wenn eine Frau ein Engel sein soll, dann sollte der Mann auch die Möglichkeiten ausschöpfen, dass die Frau in einem Paradies lebt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf dieses Thema gekommen bin, aber es ist mir auch scheißegal. So, die heutige Beziehungstherapeutstunde ist somit beendet. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bitte links aussteigen. Okay. So. Dann dürfen wir jetzt erstmal in Ruhe wieder gießen. Oh yeah. Noch lieber wäre es mir natürlich, wenn ich noch eine bessere Gießkanne hätte. Dann würde das nämlich noch ein bisschen schneller gehen. Und würde weniger Energie kosten. Aber das ist noch relativ utopisches Wunschdenken. Im Übrigen habe ich mich mal erkundigt, was das jetzt so wäre, wenn ich die Gießkanne verbessern würde auf Silber. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht. Denn würde ich die Gießkanne auf Silber verbessern, würde ich kein Feld von 1 auf 3 mehr gießen, sondern ein Feld von 3 auf 3, wenn ich komplett auflade. Soll heißen, ich würde insgesamt 9 Felder auf einmal gießen. Ist das nicht schön? Das ist doch richtig geil. So, würde ich sie dann nochmal verbessern auf Gold, übrigens, nur mal so nebenbei erwähnt, dann würde ich ein Feld von, ich glaube, 3 auf 4 war es, was ich dann gießen würde. Und würde ich sie verbessern auf göttlich, was übrigens mit dem seltenen Erz bzw. seltenen Metall der Fall sein wird, würde ich ein Feld gießen von der Größe 5 auf 4. Also dann würde ich wirklich sehr viel Energie und Zeit sparen. Aber auch das ist utopisches Wunschdenken. Ich habe da mal kurz ein Feld ausgelassen, sehe ich gerade. Und Keke, bitte komm mir nicht zu nahe. Ich gieße gerade und möchte dich nicht gießen. Ansonsten, wobei, komm mir doch mal ein bisschen näher. Im Backofen kannst du sicherlich schnell wieder trocken werden. Dazu noch ein kleiner Curry-Dip. Oder süß-sauer oder sowas.
Lecker, lecker, lecker. Und schon haben wir unser Mittagessen. Es sei denn, ich mache es dir keine Chicken McNuggets, sondern einfach ein halbes Händel. Dazu nur ein gutes Semi. Oh, das war etwas. Dazu nur kurz Bier. Oh, lecker, lecker, lecker.